Erklärt jetzt für die CDU-CSU-Fraktion, ob dieser Ruck zustande kommt. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kollege Frank Steffel würde sehr gerne erklären, ob wir zustimmen oder nicht zustimmen. Wir haben nur alle gar nicht genau verstanden, was Sie wollen. Es ist für uns etwas unklar geblieben, was Sie neben den salbungsvollen Worten eigentlich konkret vorgeschlagen haben. Dankenswerterweise haben Sie allerdings darauf hingewiesen, nicht nur eben, sondern auch in Ihrem Antrag, dass die Koalition, die Regierungskoalition den Verbraucherschutz in den letzten Jahren so massiv gestärkt hat wie noch keine Regierung und keine Koalition vorher. Und insofern können wir heute erst einmal zur Beruhigung all jener, die Sie eben versucht haben zu verunsichern, darauf hinweisen, dass der Verbraucherschutz noch nie, gerade bei den Finanzprodukten, eine größere Rolle gespielt hat als heute und dass wir heute das höchste Schutzniveau in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland haben. Im vergangenen Jahr, ich will das durchaus noch mal uns allen vergegenwärtigen, haben wir die Aufgaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, der Aufsichtsbehörde über Banken, Finanzdienstleister, den Aktienhandel und Versicherungen deutlich, man kann sogar sagen drastisch, erweitert. Zusätzlich ist sie nun dem Schutz kollektiver Verbraucherinteressen verpflichtet. Das haben Sie eben etwas anders dargestellt, deswegen will ich es noch mal ausdrücklich betonen. Es ist verankert, gesetzlich verankert, dass die BaFin auch dem Schutz kollektiver Verbraucherinteressen verpflichtet ist. Und diese Rolle füllt sie nach allem, was wir sehen und hören, außergewöhnlich kraftvoll aus. Nahezu wöchentlich untersagt aufgrund dieser neuen Gesetzesmöglichkeit die BaFin Angebote von Produkten, ordnet die Abwicklung unerlaubter Geschäfte an und warnt vor riskanten Anlageprodukten. Das ist der beste Verbraucherschutz auch in diesem Bereich, den wir jemals hatten. Zur Unterstützung hat die Koalition übrigens bei den Verbraucherzentralen den Finanzmarktwächter neu geschaffen. Ich will auch das hier noch mal ausdrücklich unterstreichen. Dort sitzen Experten, die unmittelbar auf Hinweise eingehen und unmittelbar für Verbraucher mit dem Ohr am Bürger sind und die Produkte kritisieren, thematisieren, vor denen wir zu Recht gemeinsam warnen wollen. Sie erfahren aus erster Hand, wo Missstände sind. Und wird ein Risiko identifiziert, kann die BaFin den Verkauf problematischer Produkte an Kleinanleger untersagen und in letzter Konsequenz übrigens, was ein sehr weitgehender Schritt ist, den es in fast keinem anderen Marktsegment gibt, die Produkte sogar komplett verbieten. Man übertrage das mal auf andere Teile unserer Wirtschaft, da würde es zu Recht einen erheblichen Aufschrei übrigens auch von Konsumenten und Verbrauchern geben. Obwohl das Kleinanlegerschutzgesetz noch keine 12 Monate in Kraft ist, haben wir es übrigens bereits sinnvoll geändert. Ich will auch darauf hinweisen, denn es ist völlig klar, Unternehmen sind jetzt zusätzlich gezwungen, sämtliche von der BaFin angeforderten Unterlagen unverzüglich herauszugeben. Die BaFin kann Vermögenswert einfrieren oder Anbietern die Zulassung komplett entziehen. Diese Befugnisse sind außergewöhnlich umfassend. Sie wirken abschreckend und sie ermöglichen der Behörde ein sehr gezieltes Durchgreifen im Interesse der Verbraucher. Uns allen ist bewusst, das müssen wir hier auch nicht immer wieder betonen, aber wir tun es gern, wir sind keineswegs am Ziel. Wir werden auch nie am Ziel sein, denn es ist wie in allen Bereichen des Lebens. Die Märkte entwickeln sich weiter. Es fällt Menschen, Gutmeinenden, Bösmeinenden, Kriminellen, weniger Kriminellen, immer wieder etwas Neues ein. Unseriöse Anbieter suchen sich neue Wege, um an das Geld von Verbrauchern und Anlegern zu kommen. Daher haben wir vereinbart, das Gesetz Ende 2016 auf seine Wirksamkeit hin zu überprüfen und damit ein Jahr nach Inkrafttreten bereits bei Bedarf noch einmal zu ergänzen. Viele Schutzmöglichkeiten für Verbraucher vor Risiken im Finanzmarkt ignorieren Sie übrigens völlig in Ihrem Antrag. Ich will nur auf den Ombudsmann hinweisen, den es sehr lange schon gibt. Eine große Errungenschaft, die übrigens außergewöhnlich intensiv genutzt wird. Die Verfahren sind kostenfrei. Sogar die Versicherer bezahlen die Verfahren im Zweifelsfalle. Und die Behauptung, es gebe keinen Rechtsschutz, ist ebenfalls falsch. Natürlich sind auch diese Verfahren vom Rechtsschutz gedeckt. Wir haben die Haftpflichtversicherung für Finanzvermittler mehrfach ausgeweitet und haben damit auch vielen Verbrauchern berechtigte Sorgen genommen. So schutzlos, meine Damen und Herren, so unwissend und unbeholfen, wie Sie die Bürger darstellen, sind diese übrigens Gott sei Dank in der Regel nicht. Das zeigen Hunderte, ja Hunderttausende von Verfahren, die beispielsweise nach der Pleite von Lehman Brothers auch zur Entschädigung von Anlegern geführt haben. Das zeigen übrigens auch Kapitalanlegermusterverfahren. Denken Sie an die Verfahren gegen die Telekom, denken Sie an die Verfahren gegen die Daimler AG. Das zeigen übrigens 100.000 Verfahren
bei Bankenombudsmännern im Jahre 2014. Ich sage das noch einmal. 100.000 Bürgerinnen und Bürger haben von diesem Recht Gebrauch gemacht. Also sie sind weniger uninformiert, weniger unbeholfen, als Sie das darstellen. Der informierte Verbraucher hat also unzählige Möglichkeiten, auch nach einem Schaden auf dem Finanzmarkt zu seinem Recht zu kommen. Wer allerdings überhaupt kein Interesse an Informationen über Finanzprodukte hat, den kann ich auch immer nur raten, lassen Sie die Finger von diesen Produkten. Denn, meine Damen und Herren, wenn man Produkte nicht versteht, sollte man sie nicht kaufen und sein Geld besser anders einsetzen. Der jetzt eigentlich vorgesehene Kollege Gerhard Schick gibt seine Rede zu Protokoll. Das macht die Debatte nicht unbedingt lebhafter, verkürzt aber die Debattenzeit, sodass als nächstes gleich die Kollegin Sagarik-Lewski für die SPD-Fraktion das Wort hat.